Tanja, mir geht's doch nicht um Nervenkitzel. Nein, ich weiß nicht, mir ist es zu viel mit diesem Christian. Charlotte will für 1 bis 2 Monate in Uganda in einem Kinderhilfsprojekt mithelfen. Oh, das ist ja eine tolle Idee. Laura, du bist meine Tochter, nicht ihre. Gefällt dir das Projekt nicht? Christian, ich dachte, du bist abgereist. Ja, ich bin nicht sehr weit gekommen, wie du siehst. Was denn? Kann ich wohl schlecht unter der Brücke schlafen, oder? Ich weiß, wie schwer es Ihnen gefallen ist, Charlotte anzulügen. Aber glauben Sie mir, es ist wirklich besser, wenn sie hier bleibt. From the first ray in the morning to the last kiss in the night, just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Ich hatte schon Angst, Sie könnten Charlotte nicht überzeugen, hier zu bleiben. Na, wie gesagt, wohlwollen wir bei dieser Lüge nicht. Charlotte muss bei ihrer Familie bleiben. Alles andere ist nicht gut für sie. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mir dabei geholfen haben. Hat sie unser Gespräch mitbekommen? Ja, das hat sie. Es war falsch, dass wir sie belogen haben. Vielleicht. Aber es ist doch nur zu ihrem Besten. Was wollen Sie jetzt tun? Wir reden. Dann sehe ich weiter. Das Angebot für die Gruppenreise schicke ich Ihnen dann zu. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles in Ordnung? Klar. Du kennst mich ja. Allerdings. Und bei dir? Ja, alles bestens. Klingt ja nicht wirklich überzeugend. Ja, unser Gespräch baut mich auf. Wir müssen uns in der Öffentlichkeit nur mal zusammenreißen. Tun wir das nicht sowieso die ganze Zeit? Naja, wir zoffen uns, dann schlafen wir wieder miteinander. Dann zoffen wir uns wieder. Du wirst spielen. Sehr doof. Frieden? Wie wär's mit einer kleinen Friedensfeier heute Abend? Bei mir oder bei dir? Bei mir. Soll ich die Pizza mitbringen? Nein, ich kann keine Pizza mehr sehen. Sei froh, dass ich noch arbeiten muss. Waschmaschine kann ich mir leider nicht leisten. Woher nehmen, wenn ich stehlen? Aha. Aber wenn ich wieder Geld habe, dann werde ich mich schon nach einer modernen Maschine umschauen. Bei den Mengen, die wir hier waschen. Frau Liebertz, könnten Sie mir eine Zange holen, bitte? Zange, wo ist die? Im Werkzeugkasten. Werkzeugkasten. Ah, ja, ja, okay. Ah, hier ist sie. Bitte schön. Kann ich Ihnen nicht irgendwie helfen? Ich meine, so eine Schraube reindrehen kann doch heute jedes Kind. Sicher.
Sie trauen mir das nicht zu, oder? Ich will Sie nicht beleidigen. Sie wollen sich über mich lustig machen. Das würde ich mir nie erlauben. Aber so falsch liegen Sie da gar nicht. Neulich wollte ich eine Brille reparieren, bin ich im Krankenhaus gelandet. Ja, jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen, oder? Wirklich? Ich war so auf diese kleine Schraube konzentriert, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass die Milch überläuft. Hat furchtbar gestunken. Ich renne in die Küche, die Schraube in der Hand, reiß den Topf runter und habe mir alles drüber geschüttet. Mhm. Sagen Sie. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob es auch funktioniert. War es das schon? Das werden wir gleich sehen. Schalten Sie sie bitte mal ein. Jetzt bin ich gespannt. Sie läuft. Das haben Sie ja großartig gemacht. Danke fürs Kompliment. Lassen Sie sie erst mal ein paar Mal durchlaufen, dann werden wir sehen, ob sich das auch gelohnt hat. Jetzt seien Sie doch nicht so bescheiden. Oh, Gott, Entschuldigung. Oh. Das wollte ich nicht. Müssen Sie auch den blöden Werkzeugkasten da hinstellen? Oh Gott. Tut's weh. Oh. Saalfeld. Charlotte Saalfeld. Nein, nein, die Reservierung lief auf Herrn van Houweningen. Ja, genau. Dann von Frankfurt nach Dar es Salaam bis Entebbe in Ostafrika. Charlotte, ich... Ja, fantastisch. Hinterlegen Sie mir bitte das Ticket am Flughafen. Danke. So, darf ich jetzt reden? Du sprichst doch schon. Wieso musst du so kopflos abreisen? Kopflos? Verwechselst du da nicht jemanden? Charlotte, was du da draußen gehört haben magst, du hast es missverstanden. Willst du mir vielleicht einreden, ich sei völlig blöd? Nein, natürlich nicht. Ich habe mit Herrn van Houweningen lediglich darüber geredet, dass es eine kluge Entscheidung sei, nicht jetzt gleich nach Afrika zu fliegen. Du hast die Frechheit, mir direkt ins Gesicht zu lügen und mich als taub darzustellen. Ich will doch nur dein Bestes. Wie weit willst du den Bogen noch überspannen? Du bist das Letzte. Und dass du es überhaupt noch wagst, hier aufzutauchen. Das ist doch eine Kurzschlussreaktion, Charlotte. Herr van Houweningen ist auch der Meinung, dass du dich noch schonen müsstest. Und Marcel für deine miesen Intrigen auszunutzen, das nehme ich dir besonders übel. Hast du mich verstanden? Niemand will dir was Böses. Nein, niemand außer dir. Ich bin heilfroh, dich nicht mehr sehen zu müssen. Meine Geduld ist am Ende. Ich fliege morgen. Geh mir aus den Augen! Könnte sich die junge, wunderschöne Dame vorstellen, heute Abend was zu unternehmen? Die junge Dame könnte sich das wunderschön vorstellen. Dann hätte also ein junger, schwer verliebter Mann die Chance, die Dame heute Abend einzuladen? Leider hat die junge Dame eine Verabredung mit einem jungen, wunderbar romantischen Mann. Wer ist der Kerl? Ich werde ihn niederschießen müssen. Tun Sie das nicht. Sie stürzen die junge Dame ins tiefste Unglück. Dann bleibt der Dame nur eins. Sie wird mit dem schwer verliebten Mann ausgehen und den anderen vergessen müssen. Das wird die Dame wohl tun müssen, mein Herr. Hey, ich dachte, Küssen ist am Arbeitsplatz verboten. Für jede Regel gibt es auch eine Ausnahme, mein Lieber. Mhm. Ich werde den Rat befolgen. Bis später. Ist ja schön, dass es bei euch doch noch geklappt hat. Es hat uns beide erwischt, wie von Zauberhand. Klingt ganz schön kitschig. Kitschig, romantisch und wunderschön. Tja, dann gratuliere ich. Bei dir und Nathalie ist es doch auch so. Ja, diese rosaroten Wölkchen, die Sache, das ist nichts für uns. Wir haben unseren Spaß, aber so Herzensangelegenheiten überlassen wir dann lieber den Kitschromanen. Ich dachte, Nathalie ist deine große Liebe. Ja, sie ist auch nach wie vor eine tolle Frau. Aber? Ich glaube, für die wirkliche Liebe ist der Altersunterschied zu groß und ich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat. Ah. Ist es Nathalies oder deine Meinung? Spielt das eine Rolle? Ich denke schon. Machen Sie sich keine Sorgen, das wird schon wieder. Was kann so ein kleiner Werkzeugkasten denn schon groß ausrichten?
Gott. Oh, haben Sie eine Ahnung? Alter Schwede, was für ein Aroma. Also bitte, meine Füße sind gewaschen und die Socken ganz frisch, ja? Es war auch nur ein kleiner Scherz zur Ablenkung. Oh Mann, ist der dick. Der tut auch verdammt weh. Der ist bestimmt gebrochen, so wie Nein, der aussieht. Nein, ist er nicht. Das können Sie doch gar nicht beurteilen. Ich fahre Sie sofort ins Krankenhaus. Auf gar keinen Fall. Ich kenne mich mit sowas aus. Womit Sie sich alles auskennen und was Sie überhaupt alles sind. Arzt, Klempner, Finanzhai und keine müde Mark in der Tasche. Ne? Super Kombi. Ich brauche nur ein paar Eiswürfel und ein Handtuch. Können Sie mir das besorgen? Ich habe eine bessere Idee. Ich bringe Sie nach Hause, Sie legen sich aufs Sofa und ich verarzte Sie. Nein! Ich werde die drei Mädels hier gehen nicht weiter nerven. Ich suche mir was Eigenes. Ja, so weit kommt's noch. Mit so einem Humpelbein auf der Suche nach einem Platz zum Schlafen, wa? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ist gut jetzt, ja? Könnten Sie mir bitte jetzt diese Eiswürfel besorgen? Ich bin schon unterwegs. Aber Sie, Sie rühren sich nicht von der Stelle, ja? Auch mein Fehler wiegt schwer. Und dass ich Alexander seinen wahren Vater verschweige, belastet mich immer noch. Aber ich halte Werners ständige Lügen und Intrigen nicht mehr aus. Ich muss einen Schlussstrich ziehen. Ein Neuanfang hilft mir vielleicht auch, die richtige Entscheidung bezüglich Alfons und Alexander zu treffen. Vater hat sich ziemlich daneben benommen. Mhm. Er hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Ja, das stimmt. Aber ich denke, das hat er getan, weil er sich Sorgen um dich macht. Werner hat doch für alle seine Entschuldigung parat. Ich bin mir sicher, dass er diesen Fehler bereut. Wirklich. Ich ertrage nicht mehr. Du hast mir mal gesagt, dass man für eine gute Ehe eine gehörige Portion Kompromissbereitschaft mitbringen muss. Ja, meine Portion hat Werner restlos ausgeschöpft. Ja, vielleicht ist diese kleine Trennung für euch wirklich gut. Ob ich nach dieser Trennung Werner überhaupt noch sehen will, ist fraglich. Tja, bitte. Ihr dürft nicht im Streit auseinandergehen. Danke für deine gut gemeinten Ratschläge, aber es ist zu spät, um noch was zu retten. Als ich im Koma lag, da seid ihr euch doch wieder näher gekommen. Ja, und was hat es genutzt? Ich wurde wieder hintergangen. Werner wird sich nie ändern und ich habe es satt, Verständnis für ihn aufzubringen. Ich muss noch ein paar Stunden schmoren, um so richtig saftig zu werden. Interessant. Weißt du noch, den hat Mama manchmal sonntags gemacht. Ja, und Papa hat sich dann immer beschwert, weil er dachte, er hätte ein paar Pfund mehr drauf. Das lag aber vor allem an den Knödeln, die sie dazu gemacht hat. Die lasse ich weg. Ich werde heute Abend einen Radicchio und Feldsalat mit Meerrettichsoße dazu zaubern. Du bist ja eine richtig gute Hausfrau. Aha. Den Rotwein habe ich auch schon hochgeholt. Bis zum Abendessen hat er die passende Temperatur. Du legst dich ja mächtig ins Zeug. Da kann man dir nur wünschen, dass es sich auch lohnt. Davon kannst du ausgehen. Magst du mit uns essen? Xaver kommt doch heute, vergessen. Wir können doch zu viert essen. Der Braten ist groß genug. Lars, das ist keine gute Idee. Warum denn nicht? Das wäre doch wundervoll. Ein Abendessen mit zwei verliebten Paaren. Habe ich dir eigentlich schon von den zwei passenden Herzhälften erzählt, die Marie und ich auf Katharinas und Alexanders Hochzeit gezogen haben? Ja, und die genau zusammengepasst haben. Das hast du mir schon dreimal erzählt. Hey, das war ein Wink des Schicksals. Ja, den ihr aber nicht verstanden habt. Bis jetzt. Mittlerweile ist mir klar geworden, dass Marie und ich zusammengehören. Wegen zwei Herzhälften aus Papier? Wenn man romantisch genug ist, Schwesterchen,
dann ist man aufmerksam für jedes Zeichen der Liebe. Ja, was du nicht sagst. Genau. Weißt du, wir sind zwar Geschwister, aber in dem Punkt sind wir völlig unterschiedlich. Ich hab's nicht mit diesem Romantikgedöns. Du weißt gar nicht, was du verpasst. Das mit Marie und mir, das ist wie Frühling und Sommer gleichzeitig. Oh. Wie Weihnachten und Geburtstag auf einmal. Hey, was ist mit dem Abendessen? Vergiss es, hier fliegen mir zu viele Schmetterlinge herum, mir ist schon ganz schwindelig. Das ist nichts für normale Menschen wie mich und Xaver. Christian. Hallo. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Ist was passiert? Ach, das war nur ein Werkzeugkasten. Ist das bei uns zu Hause passiert? Nee, in der Wäscherei von Frau Lieberts. Ich habe versprochen, ihre Waschmaschine zu reparieren. Und hast du es geschafft? Ja, die Maschine läuft. Aber du nicht mehr, ne? Diese Werkzeugkästen sind verdammt schwer. Kann ich dir irgendwie helfen? Naja, Frau Lieberts hat mich hier geparkt mit dem Versprechen, mich zum Bahnhof zu bringen. Wo ist sie jetzt? Ja, das weiß ich eben nicht. Könntest du mir vielleicht fahren? Also, wenn du Zeit hast. Ja, ja klar, ich mach kurz eine Pause. Super. Oh, das ist schön langsam. Kein Problem, ich schaff das schon. Du kannst dich doch so jetzt nicht in den Zug setzen. Ach klar, wieso nicht? Willst du jetzt auch verreisen? Ich ziehe wieder um. Ein Gästezimmer wurde frei. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Doch, ich störe dich nur. Ich bin ab morgen weg. Charlotte, ich habe mich nie wirklich bei dir entschuldigt, oder? Nein. Du wolltest mir einreden, ich hätte alles falsch verstanden. Nein, nein, ich meine nicht das nur mit Marcel van Houweninge. Ich meine all die Jahre, in denen ich dich belogen und betrogen habe. Eine Entschuldigung ist da nicht genug. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann dir nur versichern, dass mir das alles unendlich leid tut. Und dass ich dir nie wirklich wehtun wollte. Ich habe dich immer geliebt und werde dich immer lieben. Liebe entschuldigt nicht alles. Nein. Aber vielleicht erklärt sie einiges. Du hast mich aus Liebe belogen und betrogen? Irgendwie schon. Weißt du, ich habe Fehler gemacht und wollte sie dir nicht beichten, weil ich Angst hatte, dich zu verlieren. Das ist eine eigenartige Interpretation. Ich kann mir ein Leben ohne dich nicht vorstellen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass doch noch alles gut wird zwischen uns. Man weiß nie, was das Leben noch bringt. Meine Liebe kannst du jedenfalls immer zählen. Es geht hier nicht nur um Liebe, Werner. Du hast mein Vertrauen ständig missbraucht. Deine Intrigen, Spielchen, Manipulation. Ich wollte dich doch nur beschützen. Geht das schon wieder los? Was meinst du? Du lügst mich schon wieder an. Ich wollte doch nur dein Bestes. Aber genau das ist der Punkt. Du behauptest, alles für mich zu tun. Dabei denkst du nur an dich. Du willst mich nicht verlieren. Du brauchst mich. Aber hast du in all den Jahren dich einmal gefragt, was ich wirklich brauche? Aber ich denke doch an dich. Nein, Werner. Du wirst dich nie ändern. Ich möchte dich vor meiner Abreise nicht mehr sehen. Schritte noch mehr hast du es geschafft und legst dich erst mal auf die Couch. Danke, dass du mich überredet hast. Jetzt bin ich doch ganz froh, dass ich noch eine Nacht hier bleiben kann. Ist doch klar. Kannst du so nicht durch die Gegend fahren. Doch. Sie sind ja noch da? Ja. Max hat gesagt, ihr seid schon zum Bahnhof. Das wollte ich eigentlich ja, auch. Aber ich nicht. Hilfst du ihm auf die Couch? Nee, danke, Frau Lieberts. Das kriege ich alleine hin. Hier, stellen Sie sich nicht so an. Das mit dem Werkzeugkasten passiert mir doch nicht dauernd. Ich traue Ihnen so einiges zu. Ach so, dir hat er die Schmerzen zu verdanken. Hat er dir das gar nicht erzählt? Nee, aber hätte ich mir denken können. Du stellst mich also hin, als wäre ich der Unglücksrabe in Person.
So. Aber dass Sie mich nicht verraten haben, ist schon in Ordnung. Hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Ich bin ja nicht die Petze in Person. Ich wollte ihn auch überzeugen, hier zu bleiben. Aber du hast wohl mehr Einfluss. Gratuliere. Und du bewegst dich jetzt nicht mehr. Dann schaffe ich dich eigenhändig ins Krankenhaus. Versprochen. Da passe ich jetzt aber auch drauf auf. Ich wünsche, dass ich keine Krankenhauskosten zahlen müssen, ne? Ich werde gehorsam sein, wenn man mit zwei Gipsbeinen, ja? Das ist brav. Hey. Bin ich so spät, dass du mich schon abholen willst? Nein. Wie kommst du darauf? Wir sind doch bei dir verabredet. Ja, aber das fällt heute aus. Aha. Hast du was Besseres vor? Nein. Wir können zu dir gehen. Wie komme ich denn zu der Ehre? Bei uns zu Hause ist der Liebeswahn ausgebrochen. Ah, du meinst Lars, ja? Ja. Er hat Marie zum Abendessen eingeladen und bereitet seit Stunden alles vor. Er springt so verliebt rum, das ist mir total auf den Wecker gegangen. Aber ist doch schön, wenn man verliebt ist, oder? Ja, warst du lustig, den ganzen Abend das Geschmusen und Geturtel reinzuziehen? Also ich nicht. Nee. Ja. Schön, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ja, finde ich auch. Diese Kräuterzinktur hier, die hilft gegen fast alles. Das ist das Rezept meiner böhmischen Ur-Urgroßmutter. Halt, Moment. Wenn das Zeug genauso intensiv wirkt, wie es riecht, können Sie damit die Pharmaindustrie revolutionieren. Ist das jetzt ein Kompliment oder trauen Sie mir schon wieder nichts zu? Die Naturheilkunde ist ein weites Feld. Boah, sag mal, Viola, ist das deine Tinktur, die hier so stinkt? Na, hör mal, das sind feine Kräuter mit Mineralien und Moorschlamm angerührt. Entschuldigung, das riecht entsetzlich. Hast du eine bessere Idee? Na klar. Das ist ein Rezept von meiner Oma. Das ist so eine Art Essigtinktur. Meine Oma hat ja nicht nur Pralinenrezepte gekannt, weißt du? Essig. Was macht man Salat an? Nee, 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 das wirkt antibakteriell. Das ist ein absolutes Wundermittel. Ja, ja. Oma Malers Ratschläge galten schon immer mehr als meine. Sogar bei Tanja. Ja, das ist nämlich, wenn man das ganz konzentriert aufträgt, dann wirkt es nicht nur antibakteriell, sondern auch abschwellend, die Blutgerinnung funktioniert besser. Ja, ja, ja. Entschuldigung, wollen mich die Damen hier eigentlich heilen oder mit diesen Dämpfen betäuben? Jetzt mal Ruhe, das hilft. Ja, genau. Frau Lieberts, können Sie mir bitte ein Stück Papier und einen Stift geben? Wenn's hilft. Danke. Wenn Sie mir das hier bitte aus der Nachtapotheke holen würden, dann wäre ich nämlich gerettet. Das ist aber jetzt wirklich eine Chemiebombe. Aber sie hilft. Na gut, wenn Sie sich vergiften wollen, meinetwegen. Ich bin gleich wieder da. Das war ein Tipp von meiner Oma. Ja, okay. Warte mal. Das hilft jetzt nicht unbedingt gegen Schmerzen, aber es macht auf jeden Fall gute Laune. Wirkt schon. Das Essen war ausgezeichnet. Du könntest den Küchenchefposten übernehmen. Erzähl das bloß nicht weiter. Sonst denkt Robert noch, ich hab's auf seinen Job abgesehen. Ich bin froh, dass deine Schwester nicht hier ist. Ich auch. Noch etwas Rotwein? Danke. Auf uns. Auf uns. Du bist wunderschön, Marie. Das muss an der Kerzenbeleuchtung liegen. Nein. Ich kann mich gar nicht satt sehen an dir. Wie du lachst, wie du sprichst. Wie du dir die Haare aus dem Gesicht streifst. Du bist ein unverbesserlicher Romantiker. Ist das schlimm? Im Gegenteil. Weißt du, was mir noch besonders gut an dir gefällt? Du
dass meine kleine Dame ganz groß küssen kann. So schaffen wir es nie bis zum Dessert. Desserts kann man warten lassen. Die Idee mit dem Dosenbier war ja wirklich genial. Du magst das Bier wirklich? Mhm. Ansonsten will ich die Fritten gar nicht runterkriegen. Es tut mir leid, aber ich wusste nicht, dass du kommst. Ja, ein bisschen Improvisationstalent wäre vielleicht auch mal ganz schön. Meld dich einfach das nächste Mal früher an, dann gibt's auch frische Pommes und Bier aus der Flasche. Wenn's nächstes Mal gibt. Ich kann dir auch eine Pizza kommen lassen oder so. Nee, wirklich nicht. Sonst wird es noch zum Tick. Sehe ich eine Pizza, denke ich an dich, und sehe ich dich, denke ich an Pizza. Das ist ja furchtbar. Hm. Nachdem wir das Essen so vermasselt haben, können wir auch gleich zur Hauptsache kommen. Ist ja sehr charmant. Ja. Und das ganze Vorspielgeplänkel können wir uns auch sparen. Meins ist es nicht. Meins auch nicht. Das muss Nathalies Handy sein. Wo ist denn das blöde Teil? Da. Ja, hallo? Guten Abend, Herr Lorenz, wie geht's Ihnen? Nein, Nathalie ist nicht da. Sie scheint ihr Handy hier vergessen zu haben. Kann ich ihr was ausrichten? Gut, mach ich. Schönen Abend noch. Ich wär's wohl besser nicht rangegangen. Nathalie, dass du recht ist? Das werde ich erst morgen erfahren. Wenn ich weiß, ob sie sich über den Anruf gefreut hat oder nicht. Wer war denn das? Carsten Lorenz. Nathalies Ex-Chef. Aber das ist nicht unser Thema heute Abend. Überhaupt nicht unser Thema. Wir haben viel Wichtigeres vor. Großartig. Wie du das wieder hingekriegt hast. Erstaunlich. Robert, ich bin nicht in der Verfassung. Nein, ehrlich. Ich will dich nicht beleidigen, aber im Mist bauen bist du ja sogar besser als ich. Das will was heißen. Nur das perfekte Lügen und Tricksen, das müsste ich noch lernen. Dann könnte ich sogar mit dir mithalten. Darf ich jetzt meinen Tee alleine genießen? Sei lieber froh, dass ich bei dir bin. In nächster Zeit wirst du öfter alleine sein. Macht es dir eigentlich Spaß, dich an meinem Leid zu erfreuen? Hm? Warum leidest du? Freust du dich nicht, dass Mutter wieder gesund ist, oder hast du ein Problem damit? Man redet doch keinen Schwachsinn. Ich verstehe einfach nicht, warum du aus Mutters Reise so eine Tragödie machst. Das ist doch das Beste, was euch beiden passieren konnte. Oh, hier spricht der Diplompsychologe Robert Saalfeld. Diese paar Wochen sind eine Chance für euch beide. In Ruhe könnt ihr jetzt eure Beziehung überdenken und euch voneinander erholen. So kann einer sprechen, der die Liebe nicht kennt. Ich bin eben Pragmatiker. Warum lieben und leiden, wenn man so seine Ruhe haben kann? Das ist herzlos. Herzlos bist du. Mamas Geduld ist mir sowieso unverständlich. An ihrer Stelle hätte ich dich schon längst rausgeschmissen bei all dem Mist, den du gebaut hast. Das bist du doch für ein mitfühlender Sohn. Betrachtet die ganze Sache doch von der anderen Seite. In letzter Zeit habt ihr euch nur gestritten. Und jetzt habt ihr Abstand voneinander. Und wer weiß? Vielleicht bekommt Mutter wieder Sehnsucht nach dir. Und wenn nicht, ist diese Trennung das Beste, was euch je passieren konnte. Ich fand's schön. Ich auch. Willst du noch ein Bier haben? Nee, danke. Mir ist noch schlecht von vorhin. Lars und Marie haben ihre Herzheften aus Papier zusammengeklebt. Wusstest du das? Ja, ich erinnere mich. Du meinst doch die, die sie auf der Hochzeit von Alexander und Katharina gezogen haben, oder? Hm. Ich finde das total kitschig, wenn man in dem Alter noch mit Papierherzen spielt. Hm.
Findest du das nicht kitschig? Doch, doch, total kitschig, ja. Wohin gehst du? Ich gehe nach Hause. Mitten in der Nacht? Ja. Ich habe keine Lust auf alte Brötchen zum Frühstück. Aber ich kann doch morgen früh frische holen. Nein, danke. Ich frühstücke lieber zu Hause. Wenn du meinst. Geh noch schnell ins Bad, dann hau ich ab. Okay. Nein, gerade nicht noch eine Tinktur. Das Medikament hat gewirkt, mir geht's wirklich besser. Okay, dann eben nicht. Darf ich wissen, was du da Sagenhaftes in der Schüssel hast, oder wolltest du mich nur ärgern? Eigentlich wollte ich unseren Patienten so ein bisschen verwöhnen, ja? Aber wenn die Krankenschwester hier derart angemacht hat... Entschuldigung, ich entschuldige mich. Ich habe die ganze Nacht von Frau Lieberts Heilkünsten geträumt. Dreimal darfst du raten. Eis. Zum Frühstück. Klar. Ich hab's noch mal probiert mit Sophias Rezept. Mal sehen, ob's diesmal geklappt hat. Das ist es. Ehrlich? Mhm. Wahnsinn, das habe ich seit über einem Jahr nicht gegessen. Yes. Perfetto. Was ist denn? Stimmt was nicht? Ach, ich muss an Sophia denken. Ich hätte kein Eis machen sollen. Blöd. Wahrscheinlich muss ich jetzt immer, wenn ich Eis esse, an Sophia denken. Also verstehe mich nicht falsch. Nicht, dass ich Sophia vergessen will, aber... Ich verstehe das schon. Jedes Mal, wenn ich spazieren gehe und Papas Berg sehe, werde ich traurig. Aber, weißt du, dann denke ich einfach wieder an die schönen Momente, die wir hatten, und dann geht's irgendwie wieder. Das stimmt. Eis essen könnte für mich das Gleiche bedeuten. Ich denke dann einfach an die schöne Zeit mit Sophia. Genau. Danke, dass du mich immer verstehst. Ja, ich muss jetzt aber wirklich ins Hotel, ja? Kann ich dich hier allein lassen? Ja? Gut. Und du brauchst auch nichts mehr aus der Apotheke oder so. Nee, nee. Also, wenn ich den heute noch schon, bin ich morgen wieder fit. Gut, aber schon ihn wirklich, ja? Apropos schonen, wann kommt denn Frau Lieberts wieder nach Hause? Keine Angst, ich glaube, vor heute Abend lässt sie sich hier nicht mehr blicken. Ein Glück. Obwohl, so ganz genau kann man das bei der ja auch nicht so wissen. Bist du gerade heimgekommen? Nein. Hast du gar nicht bei Xaver geschlafen? Ich habe frischen Kaffee gemacht. Danke. Den werden Marie und ich dringend brauchen. Da fällt mir ein, Carsten Lorenz hat für dich angerufen. Wie schön. Ich soll dir ausrichten, dass er ein Päckchen für dich in den Fürstenhof geschickt hat. Ich bin begeistert. Sag mal, haben wir Brötchen oder Croissants oder sowas? Keine Ahnung, Lars. Tollen Abend gehabt? Genau. Hey. Kein Mann dieser Welt ist es wert, den Kopf so hängen zu lassen. Was sagst du als Mann? Ja. Ich kenne die Männer. Warum habe ich immer Pech?
Redest du jetzt von Carsten oder von Xaver? Von beiden. Der eine ist verheiratet und verlässt seine Frau nicht. Aber mich und schickt mir dann irgendwelche Päckchen und der andere... Ist zu jung. Ich glaube nicht mal, dass das an seinem Alter liegt. Ich glaube, dass Xaver einfach unfähig ist zu lieben. Vielleicht lernt er es noch. Ja, aber dafür bin ich nicht die richtige Lehrerin. Komm mal her. Alfons, könntest du bitte diese Person anrufen und ihnen mitteilen, dass ich bei der nächsten Sitzung der Krebsstiftung nicht dabei sein kann? Ja, ja, natürlich. Ich werde dir meine Adresse durchgeben, sobald ich weiß, wo ich wohne. Ja, gibt's denn da kein Hotel? Wir werden direkt im Zeltlager des Projektleiters unterkommen. Gottes Willen. Ja, keine Sorge, so schlimm wird es nicht sein. Außerdem kann ich bei den Kindern sein, die wir unterstützen. Und ich kann auch noch aktiv an diesem Hilfsprojekt teilnehmen. Ich möchte wissen, wo du die Energie hernimmst, nach allem, was hier passiert ist. Ich habe viel zu lange nur gewartet. Auf meine Krebsheilung, auf Alexanders Hochzeit, auf die Entscheidungen ums Hotel und dann auch noch auf Werners Besserung. Ja, schon, aber du hattest doch hier selber so viel um die Ohren. Der Kampf mit deiner Krankheit. Cora, die dich beinahe umgebracht hätte. Die Angst um Alexander. Selbst habe ich aber nicht wirklich was getan. Natürlich. Du warst immer da. Für alle. Ihr alle kommt auch sehr gut ohne mich zurecht. Und ich muss nicht mehr ständig auf die Befindlichkeiten meines Mannes reagieren. Oh. Ihr habt wieder gestritten. Trotzdem kann ich nicht mehr lange böse sein auf ihn. Das ist es ja, was mir Sorgen macht. Mit ihm bin ich nur frustriert und ohne ihn, ich weiß nicht, ob ich es kann. Das willst du jetzt herausfinden. Ja. Versprich mir bitte, dass du gut auf dich aufpasst. Wir brauchen dich hier. Alle. Ich werde es versuchen. Schön, dass wir zusammengegangen sind. Wolltest du nicht zu Hause bleiben und unseren Gast noch verarzten? Ich habe ihm noch Eis gemacht. Nach dem Rezept seiner Frau. Aha. Du scheinst dir einiges aus seinem Leben zu kennen. Nee, nicht wirklich. Also ich finde den Typ ziemlich undurchsichtig. Mal schauen, was als nächstes passiert. Ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Aber das mit seiner Frau, das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Also Tatsache ist, der Mann hat Talent. Wie der die Waschmaschine repariert hat, Respekt. Und charmant ist er auch. Stimmt, er kann charmant sein, ja. Sag mal, unter uns Frauen, wäre der nicht was für dich? Also entschuldige mal, er hat gerade seine Frau verloren. Jetzt willst du mich schon mit ihm verkuppeln. Ja, ist doch ein attraktiver Mann. Nee, also mein Geschmack ist nicht. Also wenn ich jünger wäre, ich würde ihn nicht von der Bettkante schubsen. So. Sieht ja aus, als wenn ich für Jahre verschwinden würde. Ich bin doch nur ein paar Wochen weg. Ist aber auch so schon lang genug. Wie viele Stunden fliegst du überhaupt? Ach, ich bin 18 Stunden unterwegs. Von Frankfurt fliege ich nach Dar es Salaam. Dort werde ich übrigens eure Tante Elisabeth treffen. Weiter dann nach Entebbe. Tante Elisabeth, lebt die noch? Ich meine, du hast doch immer gesagt, es wäre so schwer, sie zu erreichen. Wie hast du das geschafft? Reine Glückssache. Ich freue mich sehr, sie wiederzusehen. Ja, bitte? Und du bist wirklich fit genug, Mutter. Ich fühle mich wie neugeboren. Außerdem bin ich froh, den Kindern aus dem Waisenhaus helfen zu können. Die Kultur dort kennenzulernen und vielleicht ein bisschen mein Improvisationstalent beweisen zu können. Also wenn du
exotische Kulturen kennenlernen willst, Probleme lösen und Improvisationsmöglichkeiten ausüben möchtest, dann fahr doch nach Österreich. Ich werde deinen Humor vermissen. Ach so, hier, für dich, von uns. Kleinigkeit. Ach, ihr. Oh. Damit du nicht vergisst, wie der Fürstenhof aussieht. Und der Schnee natürlich. Gehört das nicht dir, Robert? Ja, schon, aber er hat mich erpresst, damit ich rausrücke. Ich musste ihm versprechen, dass ich meinen ersten Sohn nach ihm benenne. Ach, ihr zwei. Ein herrlicher Morgen, nicht wahr? Für meinen Geschmack ein bisschen zu frostig. Nicht gut geschlafen? Doch, aber erst als Nathalie weg war. Oh, das klingt nicht gut. Nathalie denkt immer nur an das eine. Ich würde wahnsinnig gerne einfach mal einen Ausflug mit ihr machen oder mit ihr über Gott und die Welt reden, aber sie denkt nur an Sex. Das könnte ich nicht. Ich brauche Liebe, Romantik und Leidenschaft. Ja, streue ruhig noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde. Du liebst sie wirklich? Ja. Dann sag's ihr endlich. Damit ich sie endgültig verliere, ja? Die lässt du von deiner Liebe im Moment auch nicht. Ich weiß. Kopf hoch, das wird schon wieder. Bis später. Mhm. Kannst du doch jederzeit anrufen. Das ist nicht dasselbe. Warum musste Vater wieder so ein Mist bauen? Es lag bestimmt nicht nur an diesem einen Mal. Ja, da hast du recht. Er hat sein Leben lang nur gelogen und betrogen. Ach komm, jetzt übertreib aber nicht. Ich meine, Werner hat schon einiges auf dem Kerbholz, aber er hat doch einen guten Kern, das weißt du doch. Seit wann verteidigst du so leidenschaftlich unseren Vater? Ich finde einfach nicht, dass man Menschen immer nach ihrer Vergangenheit beurteilen darf. Ja, manchmal kann man die Vergangenheit und Gegenwart nicht so gut trennen. Wir haben gerade einen Gast übrigens. Ja? Wen denn? Christian wohnt bei uns. Was ist das für eine gute Idee? Ja, wir haben uns im Krankenhaus viel erzählt. Und ja. Der hat eine dubiose Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob... Ich dachte, der wäre längst abgereist. Er hat im Hotel eine Waschmaschine repariert und sich dabei einen Fuß verletzt. Ich habe ihm gesagt, er soll mal bei uns bleiben, bis er wieder gehen kann. Du bist unverbesserlich, ne? Du hättest es auch gemacht. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht, ja. Ich traue Christian nicht wirklich über den Weg. Warum denn nicht? Wegen seiner Vergangenheit? Ja, er hat ein Verbrechen begangen. Vielleicht tut er das wieder, das weiß man nicht. Alexander, das wissen wir gar nicht, ob er ein Verbrechen begangen hat. Das ist das doch. Wir kennen diesen Mann nicht. Du machst das schon wieder. Was? Du beurteilst Menschen nach ihrer Vergangenheit. Ja, klar, die Vergangenheit formt doch den Charakter. So denkt ihr nämlich alle. Und deshalb gebt ihr Werner nicht die Möglichkeit, seine Fehler wieder gut zu machen. Wollen wir doch mal sehen, was die Konkurrenz so macht. Bald habe ich meine Frau so weit, es ist nur noch eine finanzielle Absprache nötig. Und dann gehört die Zukunft uns. Ich liebe nur eine Frau und das bist du, Nathalie. Das stinkt doch zum Himmel, der liebt doch wie gedruckt. Was machst du da?
bereue es, Charlotte. Das waren solche Egoisten. Ein intriganter, ein treuloser Hund. Ich liebe dich. Ich will dich nicht verlieren. Kannst du mir jemals verzeihen? Ich weiß es nicht. Sag mir bitte, was ich tun kann, um dich zu halten. Du musst dich ändern. Aber ich bezweifle, dass du das schaffst. Und wenn doch? Dann werden wir sehen. Du machst nicht alle Türen zu, oder? Da, wo ich sein werde, gibt es nicht viele Türen. Ich werde dich vermissen, Charlotte. Leb wohl, Werner. Aufgemacht, na und? Gib sofort die Kette her. Ja, dich interessiert also nicht, was er geschrieben hat. Das ist sowieso alles nur gelogen. Du tickst jetzt völlig aus. Ich dachte, in der Liebe ist alles erlaubt. Was redest du denn da? Was glaubst du denn, warum ich das mache? Nur aus Spaß oder um dich zu ärgern, oder was? Ja, klär's mir. Weil mich die Eifersucht zerfrisst, Nathalie. Weil ich's nicht sehen kann, wie der Typ dich benutzt und wie du mit mir spielst. Die Sache mit Carsten geht dich nichts an, Xaver. Die geht mich sehr wohl was an, weil ich dich liebe, verdammt nochmal. Ja. Ich liebe dich, so wie ich noch nie eine Frau geliebt habe. Carsten ist Geschichte für mich. Bist du dir da sicher? Ich nehme mich nicht. Schon ein komischer Zufall. Kaum ist Charlotte weg, verlierst du deinen Ehering. Das sieht doch vielversprechend aus. Ja, sind ja auch die Liebenden. Das bedeutet eine harmonische Beziehung zwischen Mann und Frau. Und vielleicht sogar Liebe auf den ersten Blick. Keine Angst, du hast Freibahn. Zwischen Nathalie und mir ist es nämlich nicht so, wie es vielleicht gerade aussieht. Aber Xaver, jetzt warte doch! Sag mal, ist Christian der Traummann, von dem du gerade gesprochen hast? Vielleicht. Also, wenn du nichts dagegen hast.